Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hide and Hold Out H2O an diesem wunderschönen Morgen. Ja, es ist gerade 6.13 Uhr, die Sonne geht auf und ja, es sind ein paar Spieler online. Ich sehe auch einmal HC Marv Rick 1987, ist eindeutig in meinem Clan, kenne ich aber noch nicht persönlich. Ja, mal schauen. Wie gesagt, Samstag soll es ja so ein bisschen Spaß geben hier mit Schießereien und sowas. Mal gucken, was wir da so hinbekommen. Ich muss gerade kontrollieren, nicht, dass bei mir eingebrochen wurde oder sowas. Bei mir ist alles noch da, so wie es vorher war. Die Clanmitglieder können sich natürlich bedienen, wenn sie was brauchen. Und da steht auch mein Hubschrauber. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich wollte noch gern die Panzerfaust bauen. Oh, das ist eine Tier 3 Tür. Die sieht richtig gut aus. Strom läuft. Und da müssen wir einfach mal ins Crafting-Menü reinschauen. Ne? Hi, 13 Spiele, ich bin neu. Dein neuer Nachbar. Aha, der Hauke. Der Hauke, ja, jetzt kann ich mich erinnern. Hi. So. Mein neuer Nachbar Hauke. Was wollte ich jetzt gucken? Panzerfaust. Hi, 13 Spiele. Ja, Grüße. Oh, Grüße. Grüße. Smiley. Ganz cool, wenn man wiedererkannt wird. Ist immer cool, aber er ist ja mit im Team. Irgendwie bist du mal online. Ja. Jetzt täglich wieder. Smiley. Okay, Tool ist disconnected. Gut, wir wollten schauen. Boah, wie cool das jetzt aussieht, wo die Sonne da durchscheint. Was mir die Panzerfaust kostet, das ist ein bisschen doof wegen diesen Glycerin. Da haben wir schon fast alles zusammen. Set of Gears haben wir auch. Copper Scrap müsste ich eigentlich zusammenkriegen. Kriegen wir Besuch. Schöne Jetski. Hallo. Oh nein, verschwindet in sein Jetski. Okay, er will nicht mit mir sprechen. Wir müssen gleich mal gucken, wer es ist. Copper Scrap, ich habe auf jeden Fall Set of Gears, habe ich. Zwei brauchen wir nur, nehme ich auch nur zwei mit. Und was habe ich noch gesagt? Ich weiß nicht, wer es ist, ne? Wenn er Fremder ist. Mit V kannst du sprechen. Hi, das ist der Hauke, der neue Nachbar. Ich will nicht. Alles klar. Und Copper Scrap habe ich gesagt, war das? Ja klar, wir haben mal so riesen Vorkommen gehabt. Dann darf ich mir jetzt schon die Panzerfaust craften, wenn mich nicht alles täuscht. Click to craft. Fehlt natürlich nur noch die gute Munition dafür. Oder Rocket Launcher ist ja keine Panzerfaust. Schreibt er. Okay, der kräftet ziemlich langsam. Steel, die Schräublis. Was kostet mir die Munition? Hab TV im Hintergrund. Okay. Ist ja nicht so schlimm. Muss ja nicht quatschen, ne? Jetzt kommt die Munition ins Spiel. Ne? Das ist wieder so eine Sache. Die braucht wahrscheinlich diese Raketen. Ne, Shell. Da, diese Rockets. Und die braucht... Frill haben wir. Steel Tube kein Problem, aber dieses gute Glycerin. Wo ist dein Jetski? Hab kein. Keinen. Mann, was ist denn los heute? Gut, dieses Glycerin muss ja irgendwie hergestellt werden können. Panzerfaust läuft. Frag mal, wie wird... Ich weiß gar nicht. Glycerin hergestellt? Fragezeichen. Zu Spaghetti. Warum soll ich zu Spaghetti schauen? Was ist da? Kann ich so schnell laufen, weil ich crafte. Oh! Warte, ich muss die Tür zumachen. Kann man zu zweit fahren? Tatsächlich. Wusste ich gar nicht. Ups. Kann man nicht von außen angucken. Warum steht da ein Boot auf dem Dach? Okay. Er hat... ein Boot auf dem Dach und dann
Jetzt lass mich hier nicht verhungern. Wer ist da? Ich kann mich nicht umsehen. Ah, wer ist das? Ich will nicht fahren. So, jetzt schleppt er mich weg von zu Hause. Dabei wollten wir rausfinden, wie Glycerin gemacht wird. Oh, das ist ein Leck. Und ich habe mir immer noch nicht angeguckt, wie die Panzerfaust aussieht. Das ist ja meine Gruppe, das müsste ja dann... Das müsste Marv sein. Sonst würde ich nicht diesen grünen Balken über seinen Kopf sehen. So, Panzerfaust abchecken. Oder Raketenwerfer. Aha, natürlich keine Munition. Wir suchen Kisten ab. Aber sowas findet man hier nicht, leider. Wer ist denn da jetzt langgelaufen? Da war doch noch einer. Ressourcen habe ich ja eigentlich en masse, ne? Es fehlt halt dieses Glycerin. Weiß? Einer wie dieses Glycerin gebastelt wird. Lalalalalala. Er hat mich verschleppt auf einer einsamen Insel. Ich glaube, er schreibt. Und der Hund bellt. Eine blöde Muschel. Was? Haben sie es? Mit Fett meine ich. Okay. Hey guys. Ja, dein Jetski. Kann ich jetzt damit fahren? New Insel to the Game, ja. Schön. Dann kann ich dich nach Hause fahren. Okay. Dann leite mir das hier. Wenn ich das richtig verstanden habe. Danke. Aber der hat mich auch verschleppt. So. Ich fahre mir eigentlich lieber mit dem Hubschrauber. Dann fahren wir den mal so. Boah, wie das aussieht. Cool. Boah, frischer Tag. Das tanke ich auch voll. Kann ich nicht. Doch, kann ich. So. Dafür tanke ich auch voll. Ja, aber das ist auch... Er hat mich ja mal auf der Fährst nach Hause und dazu springen wir den Jetski zurück. Wenn du eine Batterie und Sachen für deine eigenen hast. Ach so. Ja, ich fahre mich ja mit dem Hubschrauber. Aber ich will auch noch rausfinden, wie Glycerin geht. Wow, hup hup. Von der Verbindung her funktioniert das noch nicht so gut, ne? Wenn man das sieht, wie die so zappeln. Ja, ich kann mir wahrscheinlich eine Batterie selber herstellen. Was? Okay, wartet mal. Ne, gar nicht. Aber das haben wir wahrscheinlich alles auf Lager. Aber jetzt muss ich ein bisschen gucken. Warte, wenn jemand einen Pool hat und kann ich dazu später eine Batterie machen. Ich schreibe mal, ich dürfte noch genug Kram haben. Ich habe noch etwas. Der Jetski ist wahrscheinlich auch für den Kampf ganz gut, aber wir dürfen mir zum Beispiel, dürfen wir darauf Waffen nutzen? Ja, die Pistole und ich glaube, die AK geht. Eine Pistole, Einhandwaffen wahrscheinlich nur, weil wir ja mit den einen noch Gas geben müssen. Aber man darf hier kein Kimmer und Korn machen. Ja, aber eine Sache interessiert mich immer noch. Warum hat der ein verfluchtes Boot auf dem Dach? Wahrscheinlich da hochgeglitscht, ne? Hm. Es ist auf jeden Fall eine geile Verteidigungsstellung. Na, warte mal, ich muss mal zu Hause gucken.
Ein Jetski ist einfach Pflicht, ne? Was soll man machen? So, aber das Schwierige ist, dass ich muss alle Leute erkennen, die ich kenne. Wenn er jetzt kommt und unser Jetski wieder nimmt, dann weiß ich gar nicht, ob das ein anderer Spieler genommen hat oder er. Ne? So, guck mal hier für eine Batterie. Schnapp mir mal alles wieder zurück. Zap, zap, zap. Zap, 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 zap. Und dann, oh, da war das Fett. Er glaubt aber nur, dass es mit Fett geht. So, boah, habt ihr gesehen, für Alu? Steel. Und das brauchen wir nicht. So. Batterie kann ich nicht bauen. Fresh Water Bottle. Oh, nee, ne? Genau das, was ich drin gelassen habe. Ganz fixen Jetski bauen. Ich zeige euch mal, wie das geht hier. Zap, bumm. Batterie. Und dann... Das ist immer so langsam, das Laufen beim Kraften. Craft dieses. Das habe ich noch im Lager. Das kommt dazu. Ich zeige euch das Boomabin Jetski. Mittlerweile ja schon hier im Pro. Und dann können wir uns darum kümmern, Glycerin herzustellen. Okay, Startproduktion. Hab eins. Hab ein Jetski. Muss ich nur noch bauen. Das geht ja rubbel, die Katze mit dem Schweißbrenner. Ja, das ist das Startfahrzeug. Nachdem kann ich meins wieder haben? Nö, kannst du nicht. Ja klar. Aber ich kann das leider nicht abschleppen. So. Aber ich will jetzt auch nicht so weit schwimmen. Ja klar. Danke. Ich brauchte das eigentlich nicht, aber war ja nur eine nette Geste. Sehr lieb. Dafür, dass er mich weggeschleppt hat. Das Raft ist sehr langsam. Oh, ja. Ja, wenn man Besseres gewohnt ist, ne? So, jetzt versuchen wir mal, was wir mit dem Fett machen können. Ich halbiere das mal nicht, dass was passiert. Das passt hier schon mal nicht rein. Und verbrennen wird auch nicht viel bringen, weil das ja dann woanders landet. Oder gibt es vielleicht Glycerin als Moped hier? Habe ich so... Sulfurpuder? Achtmal. Achtmal. Was war das? Okay, Glycerin. Das könnte ja nur irgendwas sein. Habe ich so in der Form jetzt auch noch nicht beachtet, ne? Dass wir es finden können. Also finden geht gar nicht, Glycerin. Man muss das auf jeden Fall kraften. Wahrscheinlich mit diesem dicken Ding da hinten. Was ich habe. Was auch mit Öl betrieben wird. Hier nicht. Kannst du ja auch nicht zusammensetzen. Iron Plate. Ich dürfte noch eine bauen, sehr geil. Das hier. Er kann Glycerin herstellen? Nein, sag nicht, wir brauchen einfach nur Öl in der Tasche. Da! Wir brauchen einfach nur Öl in der Tasche haben. Frill. Oh nein, es fehlt Sprit. Wie viel Frill kostet das denn? Zweimal habe ich doch noch. Aber wahrscheinlich jetzt nur noch ein. Ja. Okay. Glycerin wird einfach nur aus Öl hergestellt. Ganz simpel. Ja, wie soll ich die jetzt... Kann ich einmal? Ja, gern. Aber ich will lieber mit dem Hubschrauber fliegen. Also ich habe wieder ein Jetski. Sehr schön. Das war zwar nicht das Ziel, aber er hat recht, wenn wir nachher... Wenn wir uns irgendwie treffen und dann alle eine Runde Jetski fahren wollen, dann habe ich wenigstens ein Jetski, muss man das nicht erstmal bauen. Zipfel disconnected. Kommt er vorbei jetzt und wird sein Jetski wieder ab? Sag mal, mit jemandem zu spielen ohne TS ist immer schwierig. So, mach erst mich mal satt. Er kommt da mit dem Raft an. Dann soll er seinen Glycerin bekommen. Quatsch, seinen Sulfur bekommen. Ich gebe ihm einfach mal zwei. Da. Da hüpft es. Ah, nicht mit dem Schrotflinte auf mich zielen. Will ich mich ja nicht trauen, der hat eine Panzerfaust in der Hand. Ich hoffe, er ist es.
Das ist schwer, man erkennt nicht Freund und Feind. Schwierig. Hoffentlich war er auch der Richtige, nicht, dass ich jetzt... Hab keine Kugeln. Oh, guck mal, immerhin, ne? Hat er das gar nicht aufgehoben? Ich bin Oberwaffe, mein Freund. Boom! Die Charakter sehen alle gleich aus. Was ist jetzt mit deinem Jetski? Okay, das hat sich wahrscheinlich... Du Fettplastikplatten und noch was. Okay, hat's ja gemacht. Ich habe ja jetzt tatsächlich eine Mumpe. Er lädt mal nach. Geil, oder? Das große Boot brennt. Schubschrauber. Ich weiß nicht mehr. Ich kann doch Freund und Feind nicht unterhalten. Das brennt wahrscheinlich, was auf dem Dach steht. Der Charakter, der schwebt 8 Kilometer davor. Okay, danke für das Geschenk. Wir haben Raft bekommen. Gleich geht es hoch. Wirklich? Das ist der Sniper. Ja, das ist wahrscheinlich nicht dafür geschaffen, auf Land zu sein. Da fliegt auch einer rüber und guckt sich das an. Es geht schon mal los heute hier. Sieht. Wer auch immer das sein mag. Es ist gefährlich. Ich sage, wenn man den Namen nicht sieht, oder besser gesagt dieses grüne Balken über den Kopf da, ist es sehr gefährlich. Er hat da doch eine schöne Waffe oben drauf. Da hat aber auch noch einen Geschützturm. Spaghetti, es brennt noch viel mehr. Ich habe mir das noch nie angeguckt, wie was zerstört wird hier, ehrlich gesagt. Das ist ja mal ganz interessant. Das wird wahrscheinlich sein ganzes Gebäude zerstören, wenn das explodiert. Und ich würde unglaublich gerne die Panzerfaust ausprobieren. Ist wahrscheinlich sehr gut gedacht, da auch irgendwo einzudringen. Sollen wir es wagen? Das explodiert bestimmt nicht, wenn ich jetzt weggehe. Mit dem Hubschrauber rausfliege. Ja, schnell. Ja, ist ja egal, ob die Tür auf ist. Spielt ja keine Rolle. Will ich mir nämlich ansehen. Was? Ich darf keine Bazooka darauf benutzen? Aber eine Pistole. Wie hart ist das denn? Ja, aber kann man ja gar nicht zielen. Oh, hat's geknallt? Noch nicht. Es brennt noch. So. Ich muss eine kleine Bruchbude mal suchen und die Bazooka mal ausprobieren. Geht nicht. Ich werde wieder gebissen. Oh, jetzt ist es weg. Wir haben die Explosion verpasst. Schade. Du hast ja furchtbar mit der Knarre in der Hand. Nur lieber das in der Hand. So, dann fliegen wir mal und suchen uns eine Bruchbude. Walfische. Ich hab zugemacht, ne? Ja. Oh. 15. Okay, wo ist die nächste Tankstelle? Obwohl, ich habe ja noch einen Tropfen, oder? Ein Tropfen war noch da, Gott sei Dank. Boah, ich bin erschrocken wegen den Piepen. Wir fährten hier rum überall. Da war doch gerade rechts auch ein grüner. Da ist die Tanke. Marv und ich sind die einzigen, die wir uns sehen können. Auf zur Tankstelle. Ja, ich.
Wir müssen das auf jeden Fall besser managen mit den Teams. Dass wir, wenn wir am Wochenende was reißen, hier auch auf jeden Fall uns erkennen. Wir müssen alle in einem Team sein, alle, die mitspielen wollen. Ich viermal, ja, ich auch schon oft genug. Zweimal jetzt. So, in der Bude einbrechen wird nicht viel Sinn machen, weil da kann ich nicht schießen. Boah, es leckt gerade. Und die ist außerdem auch offen, sodass sich das nicht lohnt. Hi Tim, Zipfel. Ich kann das gerade nicht schreiben. Ich schreibe sofort Hi. T. So. Schon Hi schreiben. So. Ich finde es gut, dass alle meinen richtigen Namen wissen, obwohl ich da 3-2 ein Spieler heiße. Gut. Sprit für den Helikopter. So, voll machen das Ding. Wie, das war nur 86%? Wofür muss ich denn da klauen hier? Ich dachte, das war ja immer voll. Na gut, da wurde nichts gepatcht jetzt. Das heißt, komm man erstmal eine Weile mit aus. Nehmen wir noch zwei mit. Vehikel ist komplett voll. Zweimal dürfen wir wieder nur greifen. So. Und dann suchen wir uns jetzt die kleine Bruchbude. Irgendeine. Wo wir mal mit der Bazooka reinschießen und mal gucken, ob da was passiert. Irgendeine, die wohl nicht mehr bewohnt ist, nur wegen den Eingang. Am besten wäre so eine T1-Tür zum Testen. Fliegen da, ey. Hammer. Boom. Der arme Spaghetti. Ja, Haus ist kaputt, ne? Es kostet sehr viel, dieses Boot. Und dann ist es einfach explodiert. Ist natürlich schade, aber es ist ja auf dem Dach gespawnt. Ah, bleib stehen. Okay, der hängt. Ich hoffe es. Springen können wir ja wie die Weltmeister hier. Jetzt geht's nicht mehr springen. Oh, eine Batterie. Das gibt's doch gar nicht. Ich finde eine Batterie. Nee. So, jetzt erstmal irgendwie rausglitschen. Hilfe! Oh Gott. Wie gesagt, jetzt wollen wir mal die Bazooka ausprobieren. Jetzt wissen wir, wie wir drankommen. Wir müssen nur Haie jagen für Öl. Die greife ich nicht an. Die zerfetzen mich in 1000 Stücke. Da scheint irgendwas nicht so richtig zu laden, oder? Es ist wirklich so gewollt. Boah, es ist schon einige mehr online als sonst. Ach nee, es ist doch... Nee, Quatsch, da oben ist. Es lädt noch. Da. Es kommt. Es ist alles voller Fässer? Ah. Ist einfach zu mächtig. Oh, wie das aussieht. Voll gruselig. Voller Kisten und Fässer. Du Jemine. Aber diese Streben. Ach, ich weiß nicht, das sind die Pillars. Da ist aber was durcheinander geraten, würde ich mal ganz grob tippen. Das war wohl zu groß geraten, das Gebäude. So, endlich einmal zur gleichen Zeit drauf. Kommt mich jetzt ins Fernsehen. Ja. Natürlich kommt der im Fernsehen. Kleine Bude da unten. Sturzflug. Hatte gar keine Tür drin zum Rausschießen. Schade. Aber eine T1-Wand. Suchen wir ja uns tot und doof. Feuer. Also der Schuss sah cool aus, hat aber nichts kaputt gemacht. Dass die T1-Wand das tatsächlich aushält. Top-Kanal, Leute, dazu spiele. Smiley. So. Nö, ist ja nix. Will einer Waterball-Trader machen?
Okay, wir brauchen Öl. Dafür müssen wir dann Haie killen. Wir haben die Waffe ausprobiert. Timmy ist einfach cool. Was ist das da? Eine Vorratskiste. Meinst du, da lohnt sich da mal rein zu linsen? Wird wohl eine normale Vorratskiste sein von einem Spieler. Natürlich hat die schon eine Wense voll, weil er geräumt. So. Augen auf jetzt. Andere Spieler finden wird nicht einfach. Aber wenn wir mit dem fetten Boot einfach nur umherfahren, dann werde ich das so ein bisschen mit Musik untermalen höchstwahrscheinlich. Es laggt das gerade derbe. Ein bisschen Musik draufpacken und dann ein bisschen mit dem Boot rumfahren. Wir werden schon Gegner finden, weil alle, die nicht auf dem Boot sind, werden einfach Feinde sein. Wir werden sie ausschalten und ausrauben. Ah, das ist Spaghetti's Bude, oder? Oh, mein Star. Oh, vertan. Da ist er. Sieht aus, wie eine Tür offen wäre, ist aber nicht. Da fährt einer mit einem Jetski rum. Wahrscheinlich der Hauke. Ja, ich habe keinen Platz mehr in Steam. Das ist das Problem. Boah, der Wal. Er attackiert mich. So. Schöner Sinkflug mit einem Helikopter. Haie kann man natürlich auch besser jagen, so, ne? Man sieht besser die Haie. So. Und wir müssen immer noch diese Tauchmission machen. Die ich unbedingt wollte. Kommt da der gute Hai? Er kommt nicht, der war zu weit weg. Wahrscheinlich. So, können ja mal... Na gut, ich nehme jetzt noch eine Folge auf und fliege nochmal ab. Vielleicht finden wir die Tauchstelle, die ich mal gesucht habe. Bis dann.